Ich komme von der Daimler TSS GmbH. Wir sind nicht die Daimler AG, so nur fast. Ja. Wir sind eine 100% Tochter der Daimler AG. Wir sind ein IT-Dienstleistungsunternehmen. Wir machen Geschäft mit und für ausschließlich der Daimler AG. Die Daimler AG ist in Stuttgart, das weiß man wahrscheinlich. Wir haben auch viele Leute in Stuttgart sitzen, aber unser Sitz ist tatsächlich in Ulm. Ich habe mal ein kleines Bildchen von Ulm hier. Weiß ich, warte schon mal in Ulm. Wenn nein, dann geht da mal hin. Ja. Das ist ein sehr hübsches Städtchen. Ha? Was ist? Das ist der schiefe Turm von Ulm. Also der Metzgerturm, der ist tatsächlich schief. Schiefer als der Turm von Pisa. Aus irgendeinem Grund sind die Leute sowohl in Pisa als auch in Ulm stolz darauf. Ja. Die Ulmer sind übrigens auch natürlich stolz auf das Münster, aber insbesondere sind sie auch stolz darauf, dass 1879 zufällig Albert Einstein in Ulm geboren wurde. Ja. Da sind die mächtig stolz drauf und das führt auch dazu, dass bis heute übrigens jeder Ulmer furchtbar schlau ist. Ja. Also schade für mich, dass ich da gar nicht geboren bin, aber mei, vielleicht färbt es ja noch ab. So, wer von euch war dieses Jahr in Italien im Urlaub? Okay, eine ganze Menge. Italien ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen, völlig zu Recht. Ja, wunderschöne Landschaften, tolle Leute und nicht zuletzt sehr leckeres Essen. Ja, leckeres Essen und super tolle Nachtische. Und um die Geschichte eines dieser Nachtische, Tiramisu, dreht sich mein heutiger Vortrag. Tiramisu, tatsächlich, ja, Tiramisu wurde erfunden von Mario Cosolo, hier zu sehen im Bild in der Mitte. Und zwar ging es da um einen Wettbewerb für den italienischen König Vittorio Emanuele III., wer das beste und schnellste Dessert für den König kreieren konnte. Der Wettbewerb fand auf einem Schiff des Königs statt und Mario Cosolo hatte ihn 1935 gewonnen. Ja, damals hieß das noch Kutscherbecher, Coppa Vetturino. Hier ist auch ein Bild von seiner kleinen Trattoria, Trattoria al Vetturino, in Pieris. Das ist in der Provinz Friaul, Julisch-Venetien, so ungefähr. Oh, kennt man, ja? Ja? Pieris, ich habe gedacht, das kennt niemand, okay, wow. Das ist so ungefähr in der Mitte zwischen Udine und Triest. Ja? Da hatte der seine Trattoria. Die Namensänderung in Tiramisu von diesem Dessert fand dann später statt. Das heißt so viel wie zieh mich hoch, muntere mich auf. Und es gibt zwei Geschichten, zwei Varianten, warum die Umbenennung stattfand. Die eine ist, dass eine Gruppe Wintersportler aus den Bergen kam und die waren erschöpft. Dann haben sie das Dessert bekommen und das hat sie irgendwie wieder, hat ihnen neues Leben eingehaucht, hat sie also hochgezogen. Ja. Die andere Variante ist, dass ein junger Reisender sich in eine der Bedienungen verliebt hat und sie hat ihm das Dessert gebracht und er hat gesagt, oh, du hast mich damit aufgerichtet. Und ich weiß nicht, welche Variante stimmt, ja, aber das war in dem Triester Dialekt von dem Herrn Tirimesu oder Tirimisu. Und daraus, das hat man dann behalten, ist es Tiramisu geworden. Okay? So, das Originalrezept von Mario Cosolo, das ist eine leichte Schokomousse, basierend auf einem in trockenem Marsala-Wein getränkten Sandkuchenteig. Und da werden dann noch mit pasteurisierten Eiern wird eine Zabaione, eine Weinschaumcreme eingerührt. Ja? Also ganz hervorragend. Damals gab es noch keine Mascarpone, sondern er hat es mit Sahne gemacht. Dadurch war es ein bisschen leichter und ein bisschen besser bekömmlich. So, jetzt hat aber irgendwann mal jemand Mascarpone erfunden und der kam dann zu Mario Cosolo und hat gesagt, probiert es doch mal mit Mascarpone, das ist bestimmt ganz hervorragend. Cosolo hat gesagt, okay, kann ja nicht schaden, probiere ich mal aus. Hat es also jetzt statt Sahne mit Mascarpone gemacht und hat festgestellt, wow, das ist richtig geil. Ab sofort ist das Originalrezept von Tiramisu mit Mascarpone. Ja, das heißt, er hat also von seinem Rezept einen neuen Main Branch gemacht, der hier jetzt ab sofort Mascarpone mit einbezieht. Okay, wunderbar. Neues Rezept, sein Originalrezept. So, jetzt kam dann jemand anders und hat gesagt, Mango, ich mag Mango. Wie wäre es denn, wenn wir das Tiramisu mit Mango anreichern? Und dann ging er zu Mario Cosolo und hat gesagt,
Mango ins Tiramisu. Ja. Mario Cosolo hat Mango gehasst. Und jetzt wissen wir ja, Italiener sind sehr herzliche Menschen, können aber auch mal emotional werden, gerade wenn es um Essen geht. Ja. Und wenn jemand mit ihrem Originalrezept rumfuschen will. Ja. Also ich weiß nicht, wie die Unterhaltung genau ging, aber ich schätze mal, es ist viel mit Händen gesprochen worden. Ja. Sodom und Gomorra, irgendwie so. Und also er hat den irgendwie rausgeschmissen und gesagt, nee, das machen wir auf keinen Fall. Ja. Mango kommt nicht in mein Rezept. So. Da war der andere ein bisschen traurig, aber dann hat er gesagt, okay, aber ich mag Mango halt einfach trotzdem. Ich mache jetzt einfach meine eigene Variante von Tiramisu. Ja. Er hat also das Originalrezept genommen, abgeändert und hat einen sogenannten Fork gemacht. Und ab jetzt gibt es auch Mango-Tiramisu. Mario Cosolo wollte davon nichts wissen, hat damit auch nichts zu tun, sondern der Mango-Liebhaber, das ist jetzt sein Rezept. Das ist unter seiner Hoheit und er kann damit machen, was er will. Er kann das auch abändern. Er muss aber auch irgendwie sich drum kümmern. Ja, aber er hat jetzt sein Mango-Rezept. Mango-Tiramisu. Alles gut. So, und jetzt kam da noch einer, der hat gesagt, Erdbeeren, Fragola. Ja. Der Mario hat gesagt, macht doch, was ihr wollt. Dann hat er auch irgendwie einen Branch gemacht und ab jetzt gibt es auch noch Erdbeer-Tiramisu. Und der muss sich auch um das Rezept kümmern. Ja. So, und so weiter und so weiter. Wenn man jetzt mal schaut, ich habe vor einer Woche ungefähr auf chefkoch.de geschaut, gibt es über 1100 verschiedene Rezepte von Tiramisu. Also hier haben wir auch irgendwie Tiramisu, Erdbeer-Tiramisu. Und so weiter. Ja. Von den Leuten, die das eingestellt wurde, die haben die Hoheit über dieses Rezept. Das ist eine sehr große Vielfalt. Also man sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, einen Fork nicht allzu leichtfertig machen, weil damit hat man auch eine gewisse Verantwortung jetzt. Ja. Das ist jetzt das Rezept, um das man sich kümmern muss. Also das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Free Beer und Free Puppies. Okay? Also wenn ich meinem Bruder, da sitzt er, wenn ich meinem Bruder ein Bier ausgebe, dann hat es typischerweise keine größeren Konsequenzen. Okay, also wenn man es nicht übertreibt. Wenn ich ihm aber einen Free Puppy bringe, dann hat es natürlich Konsequenzen. Ne? Da muss man sich drum kümmern. Er hat zwei kleine Töchter, die sind 3 und 6. Ich glaube, wenn ich einen Free Puppy bringen würde, ich wäre der Lieblingsonkel. Okay, also kein... Wir reden mal. Aber der Unterschied ist klar, ne? Also Free Puppy, Free Beer. So, was ist denn jetzt eigentlich, jetzt kommen wir mal zum Thema, was ist denn eigentlich Inner Source? Ja. Inner Source ist genau das gleiche wie Open Source, nur innerhalb einer Organisation. Also Sie machen beispielsweise Inner Source in der Daimler TSS GmbH, dann heißt es, wir wenden Open Source Praktiken an, aber es bleibt innerhalb des Unternehmens. Ja. Oder das gleiche bei Siemens oder Daimler, eine Organisation. Okay. Und das heißt jetzt nicht wie bei Open Source, das heißt nicht nur, wir machen einfach unsere Sourcen auf, dass es jeder sehen kann. Das kann man auch machen, das ist eigentlich übrigens eine gute erste Maßnahme, das zu tun. Das nennt man dann Source Open. Das ist dann nicht das gleiche wie Open Source. Ja, zu Open Source gehört noch mehr. Also die Sourcen müssen offen sein, aber die ganzen Praktiken drum, die Community, da gehe ich nachher noch drauf ein, Dokumentation, dass Komponenten einfach da sind, die man für sich nutzen kann, etc. Okay? Inner Source, Open Source innerhalb einer Organisation. So, warum sollte man das tun? Also in den 80er Jahren, das waren so ein bisschen die Anfänge der Open-Source-Bewegung, da hat man gesagt, Open-Source, seid ihr völlig verrückt, ja, das kann nie funktionieren. Heute stellt es niemand mehr in Frage, ob Open-Source funktioniert. Ja, das ist einfach da, Softwareentwicklung ist ohne eigentlich gar nicht mehr denkbar. Also Open-Source, aber warum? Also es gibt so viele Gründe, ja, da könnte man allein darüber irgendwie eine PowerPoint-Schlacht machen. Qualitätssicherung ist einer der wichtigsten Gründe. Ja. Ich habe plötzlich nicht nur mein Projektteam von 5 Leuten, das sich irgendwie um die Qualitätssicherung und Testen kümmert, sondern ich habe potenziell die ganze Welt. Oder innerhalb eines Unternehmens, wenn es ein großes Unternehmen ist, halt tausende von Leuten, die sich darum kümmern oder sich das mal anschauen. Ich erweitere vielleicht gar nicht in meinem Projektteam irgendwie
eine Komponente, sondern jemand anders macht es und das kommt mir dann auch zugute. Wir müssen nicht eine Komponente dauernd zweimal entwickeln. Also in einem kleinen Unternehmen hat man das noch relativ gut im Griff, aber in einem großen Unternehmen, das passiert ständig. Ja, also hier haben wir eine Übersetzungskomponente, die ist da entwickelt worden und noch 17 Mal an anderen Stellen. Muss das sein? Also nein, natürlich nicht. Ja. Und dem kann man mit InnoSource sehr gut begegnen. Okay? Und so weiter und so weiter. Ganz viele Sachen. Ich finde, das hier fasst es sehr gut zusammen. Also teile ein bisschen was und gib ein bisschen was von dem, was du gemacht hast, her und du wirst so viel mehr zurückbekommen. Okay? So, jetzt seid ihr vielleicht, habt ihr einen Aha-Effekt gehabt, hoffentlich ein bisschen, und sagt, oh, okay, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wie mache ich das denn jetzt? Was muss ich denn tun, wenn ich bei uns InnoSource einführen möchte? Der erste und wichtigste und wahrscheinlich auch der schwierigste Schritt, das ist die kulturelle Veränderung. Ja. Gestern gab es einen tollen Workshop über evolutionäre Unternehmensentwicklung. Da wurde es auch schon thematisiert. Ich kann eine solche kulturelle Veränderung nicht bewirken, wenn das von oben aufoktroyiert wird, vom Management, die sagen, ihr macht jetzt InnoSource. Und die Leute hier unten verstehen es nicht und haben eigentlich auch gar kein Interesse. Dann machen die das gezwungenermaßen, aber halt nicht wirklich, ne? Und nicht so richtig. Umgekehrt, wenn Mitarbeiter sagen, hey, wir machen jetzt mal InnoSource, ja, die können das auch nicht alleine durchsetzen, wenn das Management nicht mitmacht. Also da muss man an einem gemeinsamen Strang ziehen und es muss in die Köpfe rein und sowas, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist echt ein Kulturwandel, der lange Zeit braucht. In einem kleinen Unternehmen geht es schneller, in einem großen doppelt so lang. InnoSource ist wie Open Source ein Projekt, wo man gemeinsam dran arbeitet. Also auf Englisch nennt man das so schön a Joint Collaborative Effort. Und das auf Deutsch zu setzen, klingt irgendwie komisch, ein gemeinsames Zusammenarbeitsunterfangen. Nicht ganz so catchy. Aber so einfach Zusammenarbeit und gemeinsam, um das geht's. Ich mache nichts mehr alleine und auch nicht alleine in einem kleinen Team, sondern potenziell mit dem ganzen Unternehmen zusammen. Okay? So. Diese Invitation for Collaboration, die Einladung zur Zusammenarbeit in dem Joint Effort, die ist immer unterschwellig da. Also wie in Open Source, in einem Projekt sagt man eigentlich immer, wir haben hier unser InnoSource-Projekt, macht doch einfach mit. So, an welchem Punkt macht man das? An jedem Punkt im Entwicklungsprozess. Man kann das ganz am Anfang schon machen. Also nehmt mal an, ihr habt einfach eine fixe Idee. Einfach eine Idee. Ihr wisst noch nicht genau wie und wie weit und irgendwie, aber einfach mal eine Idee. Ja, stellt die einfach mal doch in die Community und sagt mal, hey, hier ist eine Idee, was haltet ihr davon? Und da geht dann schon eine Diskussion los und vielleicht stellt sich raus, das ist eine tolle Idee, vielleicht auch nicht. Vielleicht entwickelt sich es weiter. Ihr könnt auch sagen, na, vielleicht... Das ist mir noch zu wenig, ich möchte schon ein bisschen mehr dahinter haben. Ich mache mal einen kleinen Prototypen und stelle den zur Diskussion und zur Mitarbeit. Das ist auch okay. Oder ihr könnt sagen, nee, wir entwickeln mal ein bisschen dran und dann sehen wir. Und dann machen wir es auf und sagen an alle, hey, helft doch einfach mit. Oder vielleicht seid ihr auch schon mit einer Version 1.0 live und seid jetzt in der Phase, wo ihr einfach Features dazu baut. An jedem dieser Punkte ist es okay, zur Zusammenarbeit aufzurufen. Das ist wichtig, weil wir hatten ganz am Anfang, als wir damit angefangen haben, mit InnoSource, da haben die Leute gesagt, ja, okay, wir machen mal eine Version 1.0 und dann stellen wir es dahin. Das könnt ihr machen, aber ihr könnt es auch schon vorher. Ist doch noch gar nicht fertig. Egal. Die anderen helfen euch, es fertig zu machen. Oder mindestens durch Input, vielleicht tatkräftig, vielleicht aber auch nur durch Ideen und Input. Ja, also es ist völlig legitim, auch schon, wie gesagt, nur eine Idee hinzustellen. Nicht ganz unwichtig ist auch dieses Wort humble, also so ein bisschen die Bälle flach halten, ja, beim Mitmachaufruf. Also das heißt zum Beispiel, stellt euch vor, Daimler geht her und sagt, wir haben was Tolles entwickelt, das ist echt geil und ist okay, ihr könnt es auch verwenden. Ja. Das wirkt blöd, gell? Wenn man aber sagt, hey, wir haben bei Daimler was entwickelt und wir sind der Meinung, das könnte jedem nützen, deswegen haben wir es hier hingestellt.
Nehmt's, macht was damit, sagt uns, was ihr davon hält. Halt, ja, klingt anders, oder? Oder auch ganz am Anfang, wenn man sagt, hey, wir haben eine Idee, wir haben eine neue innovative Bremssteuerung, ja, für eine Idee, macht doch auch mal. Ja. Und dann denken sie, hat der Daimler jetzt kein Geld mehr, irgendwie selber zu finanzieren oder will umsonst, dass die Leute hier, ja, was ist da los? Ja. Klingt anders, wie wenn man sagt, wir haben eine Idee für eine neue Bremssteuerung, wir sind uns wirklich noch nicht so richtig sicher, was haltet ihr denn davon? Könnte das was sein? Und, ja, also Humbleness ist ein bisschen ist angebracht. Okay, so. Jetzt sind wir auf einer Agile-Konferenz und euer Kollege sagt jetzt pass mal auf, wir haben jetzt gerade Agile eingeführt und gerade jetzt ist es in den Köpfen drin und jetzt kommst du mit Inner Source daher. Das widerspricht doch Agile völlig, oder? Und dann sagt er, wieso widerspricht das denn Agile? Naja, weil bei Agile, da sitzen wir alle in einem Raum zusammen, das ganze Projektteam, wir tauschen uns die ganze Zeit aus, wir haben ein Daily, wo man dran teilnehmen muss und wir dokumentieren auch ganz wenig. So, und bei Inner Source und Open Source, das ist genau das Gegenteil. Oder? Naja, wenn das die einzigen agilen Werte sind, dann ist es vielleicht so. Aber ich habe hier jetzt mal das Agile Manifest, die vier Werte mitgebracht, in der Originalversion von 2001. Also die kennt ihr bestimmt. Ja. Schauen wir mal, was da so steht. Also da steht Individuen und Interaktionen. Das ist genau die Definition einer Community. Ja. Zusammenarbeit, Kommunikation, Menschen. Das ist eine Community. Open Source ist basiert auf einer Community. Das ist ohne Community nicht denkbar. Ja. Ein Projekt ohne Community, das ist halt ein Privatprojekt. Es geht sogar so weit, in vielen Projekten wird gefragt, ist denn der Code jetzt schon fertig? Aber bei Open Source, bei Apache fragt man, ist die Community denn schon fertig? Und erst dann, okay, dann sind wir bereit, jetzt irgendwie hier weiterzumachen. Okay, und in anderen Open Source Communities ist es genau das Gleiche. Also Community ist wichtig. Prozesse und Werkzeuge, Prozesse, okay. Es gibt schon irgendwie so Best Practices, wie man zusammenarbeitet. Werkzeuge sind natürlich deswegen auch nicht unwichtig. Also Git wurde eigentlich nur deswegen geschaffen, weil es was derartiges vorher noch nicht gab und weil es genau widerspiegelt, wie in der Linux-Community gearbeitet wird. Ja, also es gibt schon auch Tools, aber wichtiger ist die Community. Das nächste, Dokumentation. Also es gibt tatsächlich immer noch Leute, die sagen, oh, wir machen jetzt agil, wir dokumentieren nichts mehr. Gibt es, glaube ich, immer noch, aber ich denke, es ist in den Köpfen hauptsächlich angekommen, dass das ja jetzt so auch nicht gemeint ist. Ne? In Open-Source-Projekten, da ist mir irgendwann mal auf die Idee gekommen, also es gibt da Leute, die mitmachen und die stellen eigentlich immer die gleichen Fragen. Das ist doch viel besser und kostengünstiger, wenn ich das einmal sauber dokumentiere, irgendwo hinstelle, an eine URL, die stabil ist, dann können die Leute das finden. Deswegen, es wird hier dokumentiert und auch nicht so wenig, aber halt auch nicht zum Selbstzweck, sondern so wie nötig, unauffindbar. Okay? Die funktionierende Software steht natürlich immer noch im Vordergrund. Zusammenarbeit. Also Zusammenarbeit ist eines der höchsten Güter bei Open Source. Request for help oder Request for support. Help wanted. Invitation for collaboration, das sind so typische Aufrufe, die man im Open-Source-Umfeld findet. Also hier ist gerade so, hey, Zusammenarbeit, los, machen. Vertragsverhandlungen gibt es da natürlich gar nicht. Okay? So, und das Gleiche ist Veränderungen. Also bei Open-Source-Projekten, ich weiß nicht, wer da mitmacht, was einer für eine Aufgabe übernimmt, bis wann er was abliefert, wie viel er arbeiten kann, wie viel Zeit er hat, etc. Das heißt, die Reaktion auf Veränderungen ist ein absolut inhärenter Bestandteil von Open Source. Und das Gleiche gilt für Inner Source. Ja. Also das heißt, ich behaupte, wir haben einen grünen Haken an all diesen agilen Tugenden. Ja. Also können Sie Ihrem Kollegen sagen, doch, Inner Source ist sehr agil. Pass mal auf. So, Legal und Tax. Wieso steht das hier?
Also keine Sorge, ich werde euch nicht langweilen mit irgendwelchen Paragraphen. Nur ein kurzer Teaser oder kurze Motivation, warum ich das da hingeschrieben habe. Also es ist so, typischerweise, sagen wir, ihr seid beispielsweise ein Unternehmen, das Software entwickelt und ihr habt einen Auftraggeber und da habt ihr einen Vertrag mit dem. Oft schließen diese Verträge Klauseln ein wie: Der Auftraggeber hat ein exklusives Nutzungsrecht an der Software. Wenn ihr jetzt aber Komponenten innersourced und die dann, ihr habt mit dem Budget von dem Kunden erstellt, ihr innersourced es und verwendet es danach in einem anderen Projekt wieder, dann könnte es sein, dass ihr Ärger kriegt mit dem, ja? Weil der halt sagt, Moment mal, im Vertrag steht aber. Okay? Das ist kein Problem, das wir als ITler lösen müssen, das müssen die Legal-Kollegen lösen. Es ist nur so, die wissen vielleicht nicht, dass es das Problem so gibt, dass ihr innersourced, weil die auch nicht verstehen, was innersourced überhaupt ist. Und ihr versteht nicht legal, aber vielleicht müsst ihr halt mit denen mal reden und sagen, prüft einfach mal die Verträge, ob man da irgendwas ändern muss. Okay? Und was Ähnliches gilt für Tax, Steuer. Also als ich angefangen habe mit innersourced, habe ich gedacht, was hat das mit Steuern zu tun? Und ich werde es auch nur ganz kurz motivieren, das hat was mit Steuern zu tun. Wie heißt du? Ursula? Ja, Ursula. Und darf ich fragen, wie du heißt? Doro. Also, so. Ursula ist ein Unternehmen in Deutschland und Doro ist ein Unternehmen in Irland. Als Beispiel, okay? Und die gehören zusammen, die sind Buddies. Also, die gehören zu einem großen Konzern. So, tut ihr das wirklich, oder? Gehört zusammen, ja, okay. Sie gehören zu einem Konzern. Ursula hat was entwickelt, das sie typischerweise am Markt für 100 Euro verkauft. Weil aber Doro ihre Freundin und Buddy ist, ja, im Unternehmensverbund, verkauft sie ihr das für 50 Euro. Soweit, so gut, ja. Was ist jetzt passiert? Normalerweise hätte Ursula 100 Euro bekommen. Sie bekommt jetzt aber nur 50 Euro. Das heißt, sie hat weniger Gewinn gemacht am Ende des Jahres. In Deutschland sind die Unternehmenssteuern relativ hoch. Das heißt, sie zahlt auch weniger Steuern. Ja? Doro ist in Irland. In Irland sind die Steuern sehr niedrig auf Unternehmensgewinne. Sie hat, anstatt 100 Euro zu zahlen, jetzt aber nur 50 Euro bezahlt und hat dadurch mehr Gewinn, auf das sie aber einen geringeren Steuersatz zahlt als sie in Deutschland. Okay? Das heißt, innerhalb des Konzernverbundes hat man jetzt Steuern gespart. Und das darf man auf diese Art und Weise nicht. Ja, das nennt sich Gewinnverschiebung und da gibt es OSZE-Richtlinien und die haben da was dagegen. Ja? Wow. Das gilt also nicht nur für Produkte, die man also irgendwie was baut, sondern das gilt auch für Software und für Lizenzen. Und deswegen, wenn wir Innersource machen in einem großen Unternehmen über Ländergrenzen hinweg, dann laufen wir in diese Steuerproblematik rein. Okay, also wir haben am Anfang relativ viel Zeit damit verbracht, an der Stelle einfach mal das Problem zu bewundern. Also das ist relativ schwierig. So, wiederum, ihr müsst es nicht lösen, das müssen die Steuerfachleute lösen, aber die sollten wissen, dass das Problem möglicherweise existiert. Okay? Für kleine Unternehmen, die innerhalb eines Landes arbeiten, ist das übrigens kein Problem. Dies ist eine unverbindliche Aussage. Okay? Keine Rechtsverbindlichkeit. Ja, ich bin nämlich auch kein Experte. So, es ist so, Legal und Tax, denen ihr Job ist es, Risiken zu minimieren. Und das sollen die auch, das müssen die. Ja? Aber das dürfen die nicht auf Kosten von Innovation machen. Ja? Ihr sagt, wir wollen Innersource machen, dann sagen die, nein, das dürft ihr nicht. Okay, das geht nicht. Ja? Die wollen halt vermeiden, dass am nächsten Tag in der Zeitung steht, der Konzern XY hinterzieht Steuern. Ja? Und das seid ihr und ihr seid schuld daran. Logisch, das will man nicht. So, ihr als Ingenieure vielleicht, Entwickler, ihr wollt Innovation vorantreiben, das sollt ihr, das dürft ihr, aber das dürft ihr nicht machen und gleichzeitig damit das Unternehmen zu gefährden. Okay? So, das heißt, ihr müsst miteinander reden. Also das ist eigentlich die Botschaft hier. Ihr müsst miteinander reden. Und es funktioniert nicht über, wir tauschen mal ein paar E-Mails aus und der Verteiler wird immer größer und größer. Das funktioniert nicht. Ja. Ihr müsst tatsächlich mit den Leuten zusammensitzen an einen Tisch. Und wir haben das gemacht und wir haben denen erstmal
Open Source erklärt, weil das haben die nicht verstanden. Klar, das ist kein Vorwurf, das ist halt nicht ihre Welt, aber das war für die auch eine neue Welt. Die haben, ich habe das denen mit Tiramisu erklärt, ja, dann haben die es verstanden. Also das Beispiel ist eigentlich gut für Leute, das den Leuten zu erklären, die einfach damit nichts zu tun haben. Und dann haben wir noch erklärt, was für Vorteile Inner Source und Open Source hat und so weiter. Und dann am Ende haben die gesagt, also ich glaube, es hat 2 oder 3 Meetings gedauert, ja, dann haben die gesagt, okay, jetzt haben wir das verstanden. Ja. Die haben wirklich gedacht, die haben uns gesagt, als wir gehört haben, ihr wollt Software umsonst hergeben, ja, haben wir gedacht, die ITler, die spielen völlig. Ja. Das haben wir das nicht heute Morgen auch in einem Vortrag gehört. Ja. Ah nee, das war in einem Vortrag, wo war das? Heute Morgen war es drüben. Sinn oder nicht Sinn, die haben gesagt, die spinnen, die verwenden unser Konzerngeld oder Firmengeld und bauen damit Software und dann verschenken die es, das kann nicht sein. Und dann haben die am Ende gesagt, ihr meint das wirklich ernst, gell? Ich wollte. Und dann haben sie aber auch verstanden, warum. Also das hat, miteinander reden hat tatsächlich funktioniert. Ja. So, gleich, dann haben wir es umgekehrt auch funktioniert, die haben uns Steuern erklärt, das verstehen wir immer noch nicht. Nee, okay, wir sind auch da natürlich ein bisschen dahinter gekommen, logischerweise. Ja. Also miteinander reden, treffen, nicht E-Mails. Okay? So. Jetzt seid ihr hoffentlich motiviert und sagt, prima, das will ich auch machen. Ich war vor 3 Jahren mittlerweile in San Francisco bei einer Konferenz und da war ich bei GitHub in der Firmenzentrale von GitHub und die haben uns erzählt von Inner Source. Wir machen Inner Source. Was ist denn Inner Source? Und dann haben die auch so ähnliche Sachen gesagt hier. Ja. Und dann habe ich gesagt, wow, das finde ich cool, das möchte ich auch gerne machen. Vielleicht seid ihr jetzt auch so weit, dass ihr sagt, prima, was müssen wir tun? So, hier ein paar kleinere How-Tos. Also, ihr müsst mal über eure Source-Code-Repositories nachdenken. Vielleicht habt ihr schon ein zentrales Source-Code-Repository, vielleicht auch nicht. In größeren Unternehmen gibt es typischerweise eine Vielfalt. Überlegt euch mal, ob ihr vielleicht nur noch eins nehmt. Das macht es tatsächlich einfacher. Zum Beispiel GitHub oder GitLab oder irgendwie. Also ich will keine Werbung machen für eins der Unternehmen hier. Das sind aber so die typischen Tools. Ja. In vielen größeren Unternehmen wissen die Softwareentwickler gar nicht, wie sie denn, was für Repositories alles gibt und wie man da drauf kommt. Ja. Also solche Dinge sollten wir klären. Ihr müsst Contribution Guidelines erstellen. Das ist ein kleines Dokument, da steht einfach drin, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit. Ihr sagt, hey, Inner Source, macht mit. Und dann kommt jemand und sagt, ich möchte mitmachen, was muss ich denn tun? Da steht drin, was für Projekte es, was für Leute es in dem Projekt gibt, was ist das Projekt überhaupt und so weiter und so weiter. Ja. Also relativ unkompliziert ist einfach how to mitmachen. Rollen und Verantwortlichkeiten klären, also zum Beispiel, wer sind die Maintainer für ein Projekt? Wenn jemand einen Pull-Request stellt, dann sollte der auch beantwortet werden und zwar zeitnah, nicht erst in 4 Wochen, weil sonst macht der nicht mehr mit. Ja. Also einfach so über Rollen und Verantwortlichkeiten mal reden. Dann, jetzt habt ihr ein tolles Inner-Source-Projekt, das sollte halt auch gefunden werden. Das sollten die Leute auch wissen, dass es das gibt. Also darüber kann man sich sehr lange unterhalten. Das ist auch übrigens noch völlig, also das ist für mich auch noch unklar, wie wir das genau machen, dass das die Leute finden. Eine Übersetzungskomponente nicht nochmal bauen. Ja? Sondern, hey, da gibt es ja schon eine, wir suchen was. Früher übrigens, oder typischerweise traditionell, gibt es, wenn man neue Software braucht, gibt es Make or Buy. Ja? Und in Zukunft wird es sein Make or Buy or Inner Source oder Open Source. Okay? Also die Leute müssen da auch dran denken, die Möglichkeit gibt es dann auch. Okay? So, und fürs Management, Monitoring, KPIs ist auch nicht ganz unwichtig. Einfach, dass man sagen kann, hey, wir stecken da eigentlich tatsächlich auch ein bisschen Geld und Aufwand rein, bringt es denn was? Und wenn man so ein paar KPIs festlegt und ein bisschen Monitoring macht, dann kann man das auch sehen, dass es was bringt. Oder wenn nicht, darauf reagieren, warum denn nicht, was müssen wir noch ändern? Okay, alles Denkanstöße mal drüber nachzudenken. So, jetzt haben wir noch eine Sache hier. Kurz nochmal so Gedanken. Ihr habt eine Anwendung, tolle Anwendung, Tiramisu to go, was auch immer die macht. Ja. Und die besteht typischerweise aus schön getrennten einzelnen Komponenten. In Wahrheit sieht es wahrscheinlich eher so aus. Ja.
Es ist interessant festzustellen, also hier sind Komponenten drin und ein Teil der Komponenten, das ist wahrscheinlich heute auch schon so, sind Open-Source-Komponenten, die zusammenarbeiten mit einigen Inner-Source-Komponenten. Und gerade in größeren Unternehmen wichtig, es gibt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, das ist geheim, das solltet ihr vielleicht nicht allen zeigen. Intern vielleicht schon noch, kommt drauf an, wie geheim das ist, aber hier sind die Kronjuwelen von eurem Unternehmen. Ja. Das macht den Wettbewerbsunterschied. Das sind Dinge, die wollt ihr auf jeden Fall mal nicht Open Source stellen. Ja. Also hier aufpassen. Und die Anwendung vorher, das war wahrscheinlich ein Ding, ein Monolith, vielleicht auch schon einzeln getrennt, aber da muss man eventuell auch ein bisschen Arbeit reinstecken, dass man das schön trennen kann. Okay? Und dann wird sich vielleicht auch irgendwann das Spaghetti-Monster auflösen. So. Jetzt bin ich schon fast am Ende des Vortrags. Ich habe noch 2 Folien und ich werde aber jetzt erst eine kurze Fragerunde machen und dann noch 3 Minuten zum Schluss. Okay? Gibt es Fragen? Hier ist schon eine Frage. Oder, okay, dann egal. Danke. Also ich finde das Konzept total cool. Ich stelle mir jetzt nur gerade meinen PO vor in meinem Team, der ziemlich dolle Schweißausbrüche kriegt bei der Vorstellung, dass seine Teammitglieder quasi unkontrolliert irgendwie an anderen Sachen wie dem eigenen Projekt anfangen zu arbeiten. Und man hat ja dem Kunde irgendwas versprochen, wann die Software fertig wird und dann macht er irgendwas. Und hast du damit schon mal zu tun gehabt mit diesem Problem? Also das ist tatsächlich eines der großen Probleme und offenen Fragen bei der Implementierung von Inner Source, bei der Einführung von Inner Source in einem Unternehmen. Genau das, weil so geht es natürlich nicht. Ne? Ich habe gesagt, Kulturwandel, und der betrifft auch das, es muss den Leuten Gelegenheit gegeben werden, dass sie irgendwo anders mitarbeiten. Man muss denen den Freiraum geben. Wahrscheinlich wird es nicht so auf Zuruf passieren, irgendwie, du, ich bin in dem Sprint dann mal 4 Tage weg. Ja? Aber vielleicht mit Voranmeldung, hey, ich möchte bei den Kollegen da auch mal irgendwie ein bisschen mithelfen, gib mir mal im nächsten Sprint 4 Tage. Dann kann man wahrscheinlich darauf reagieren. Es muss auch übrigens klar sein, wie wird es denn finanziert. Ne? Weil natürlich zahlt das nicht der PO oder der Kunde, sondern das, ja, aber wer eigentlich? Zahlt es das Unternehmen intern oder zahlt es das andere Projekt? Oder, also das, tatsächlich, das sind völlige offene Fragen, die wir auch noch nicht komplett gelöst haben. Aber es ist bei uns im Management schon so weit durchgedrungen, das heißt, wir haben ein Commitment, das zu machen. Jetzt müssen wir halt mal schauen, wie. Ja. Okay, soweit? Ja? Gut. Ja, meine Frage geht in die ähnliche Richtung. Wir haben bei uns in der Firma haben wir Komponenten, die wir sharen, Frontend-Komponenten. Also was heißt sharen? Die nutzen halt verschiedene Teams. Mhm. Meistens sind die von einem Team entwickelt worden und sind eigentlich in unserem zentralen Git Repository. Mhm. Wenn es da Probleme gibt oder Feature-Wünsche, dann werden immer alle Probleme an das Team herangetragen, das die Komponente entwickelt hat. Mhm. Obwohl man eigentlich, die Entwickler könnten es auch selber lösen. Mhm. Und das Mindset reinzubringen, du schreib doch gar nicht rein, löse es selber, mach den Bug selber weg, kurz. Einerseits hat es vielleicht damit was zu tun, oder? Ja. Aber andererseits auch ein bisschen mit der Consumer-Haltung. Oder also sagt, okay, das gemacht, ihr müsst es jetzt auch lösen. Oder so in der Art. Also ist genau völlig richtig. Einerseits, hey, das stört uns, könnte das mal ändern. Ja, vielleicht ist das Projektteam aber auch mit der Komponente gar nicht mehr befasst. Ja? Sondern das ist halt noch da und es kümmert sich einer so ein bisschen drum. Aber das muss dann in die Köpfe rein. Hey, ihr könnt es selber machen. Macht es doch selber. Helft mit, das besser zu machen. Danke für euren Input. Super. Aber sorry, wir können es jetzt gerade nicht in der Umfrage. Mach es doch selber. Und wenn das in den Köpfen angekommen ist und wenn dann auch noch das Problem geklärt ist, dass man sagt, der kriegt jetzt auch den Freiraum, dass er das macht, dann seid ihr schon golden. Ja? Also das Prinzip ist super, Open Source am besten, wenn das nicht geht, Inner Source. Ja. Und wir versuchen es auch schon in der Firma tatsächlich umzusetzen, zum Teil, was tatsächlich aber nur für Sachen geht, die wir halt innerhalb der Firma benutzen. Mhm. Und Open Source ist ja sowieso noch schwieriger wegen Lizenzen und so, gerade die Verträge. Aber ihr habt schon Beispiele, wo ihr
Teile aus Quellcode, wo eigentlich Lizenzen drauf sind, dem Kunden gehören, auch teilt? Also es funktioniert, es gibt rechtliche Wege? Also es gibt rechtliche Wege, aber wir haben auch noch nicht alles gelöst. Ja. Wie du gerade richtig auch sagtest, bei Open Source muss man noch ganz arg aufpassen, weil da gibt es Lizenzen, Lizenzthematik auch. Manche Lizenzen sind gut und manche sind böse. Ja. Okay, du hast dich offensichtlich auch schon mit beschäftigt. Ja. Bei Inner Source gibt es übrigens tatsächlich auch noch eine Frage, braucht man da Lizenz oder nicht? Also eigentlich, nee, braucht man keine Lizenz. Ja. Und die Vermischung, also es ist echt noch nicht alles geklärt. Aber wir machen schon solche Projekte, wir haben im Moment Pilotprojekte und da lernen wir gerade sehr viel und dass wir allgemeine Regeln aufstellen können. Ja, und am Kulturwandel arbeiten wir schon heftig. Also bei euch bekommen quasi Entwickler Freiraum, an anderen Tasks mitzuschaffen, in dem Inner Source. Ja. Muss es ja natürlich, sonst können die das ja nicht machen, muss ja, ja irgendwer bezahlen, in ihrer Freizeit machen sie es nicht. Ja. Klappt das auch, also plant ihr sowas auch in die andere Richtung? Also wenn ihr zum Beispiel einen riesen Task habt, plant ihr dann schon, dass 20% davon irgendwie von der Crowd erledigt werden und nicht von eurem Team? Oder lasst ihr euch überraschen oder wie läuft das? Nee, also das planen auf keinen Fall, ja. Das habe ich ja vorher auch gesagt, das geht nicht. Ich kann bei Open Source und bei Inner Source auch nicht vorher planen, wie viel jemand anders leistet. Der Freiraum, den bekommen unsere Entwickler nach Möglichkeit. Also man muss mit Projektsituationen zurechtkommen, mit PO, das klären, Budget etc. Aber typischerweise wird der Freiraum eingeräumt. Aber es wird nicht schon von Haus aus so geplant. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja. Ich erlebe das immer wieder, dass im Open-Source-Umfeld das passiert. Es wäre interessant, ob das auch bei Inner-Source so ist. Die Leute nutzen die Open-Source-Komponenten, schimpfen dann über irgendwas und patchen es vielleicht. Mhm. Wo ich immer sage, Mensch, mach einen Pull-Request, gib's zurück. Mhm. Es passiert aber nicht. Aha. Habt ihr so ein Problem auch mit Inner-Source oder wie löst ihr das? Also das Problem gibt es auch immer noch bei Inner-Source. Weil es ist dann, die Frage ist, wann ist jemand bereit, irgendwie Zeit da reinzustecken in ein Projekt, das eigentlich was ganz anderes ist? Oder es vielleicht auch ein internes Projekt ist. Ja. Nur wenn er wirklich selber was davon hat, ist bis jetzt der Stand. Ne? Und wenn er nur, ja, könnte man machen, aber ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit, keine Lust. Ja, mach's halt trotzdem. Das kann man, ja. Aber das ist der Kulturwandel, der braucht einfach die Zeit. Also ich kann es, wie gesagt, noch nicht lösen, aber der Kulturwandel, also es ist schon wirklich gut, aber ganz ist auch noch nicht vollzogen bei uns. Habt ihr auch mal drüber nachgedacht, zu sagen, wenn man jetzt sehr viele Open-Source-Bibliotheken benutzt, dass man eben auch sagt, okay, wir räumen jetzt unseren Entwicklern Zeit ein, um für die Open-Source-Projekte dann auch Unternehmensgeld zu investieren, Zeit, wie auch immer? Ja, also wir sind da jetzt auch gerade dabei, dass wir genau das erlauben und ermöglichen, jetzt noch in einer Pilotphase, aber wir haben tatsächlich jetzt schon 3 Projekte Open Source und da wird dann den Entwicklern, genau, es wird denen Zeit gegeben, dass sie an diesen Projekten mitarbeiten, also an unseren eigenen Open Source Projekten und an existierenden Open Source Projekten. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, das sagt, hey, da gibt es eine Open Source Komponente, die nehmen wir, aber wir müssen da ein bisschen was reinstecken, dann können wir hier Pull-Requests stellen und dann wird es verändert. Das ist, wird übernommen, 100 Pro, weil es gut ist. Und dann können wir das auch nutzen. Und dann kriegen die auch die Zeit. Ja, weil das ist ja super fürs Projekt. Okay. Und man hat noch was sogar für die Reputation getan, dass man da contributed hat. Ja, also tatsächlich, das muss dann auch passieren in meinen Augen. Ja. Ich habe jetzt ein ähnliches Problem wie er. Wir haben so quasi so eine Art Grundsoftware, die wird von einem Maintenance-Team verwaltet und wird von aber verschiedenen anderen Teams verwendet. Und wenn es irgendwo einen Bug gibt, dann wenden die sich an das Maintenance-Team. Und jetzt sind das eigentlich so 2 Sachen, die ihr gesagt habt. Einmal, also das Maintenance-Team hat die Verantwortung da dafür. Das heißt, wenn wir jetzt eine Inner Source machen würden, dann würden ja alle einfach an der Software arbeiten. Aber vielleicht will das Maintenance-Team das gar nicht aufgeben. Mhm. Also wie bringt man die dazu, dass die quasi loslassen? Also jetzt mal angenommen, das geht seit Jahren, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren, wo die einfach diese Software verantworten, oder? Okay, das ist eine gute Frage.
Das ist jetzt so, wenn die das Inner Source stellen, das heißt ja nicht, dass die anderen unkontrolliert daran rumfuschen. Das ist wahrscheinlich die Sorge, der macht die irgendwelche Sachen. Die, ja. Sondern das Team, die sind jetzt immer noch als Maintainer im Open Source Sinne dafür zuständig. Das heißt, hier macht jemand was und stellt einen Pull Request. Und jetzt ist da ein Maintainer, der diesen Pull Request sich anschaut und sagt, gut oder nicht gut. Der kann immer abgelehnt werden. Natürlich, wenn er abgelehnt wird, sollte eine gute Begründung dahinter stehen. Und man sollte dem anderen auch zurückspielen, warum er ihn ablehnt, also warum und wie es vielleicht anders, ja. Oder man kann ja miteinander reden oder kommunizieren. Und wenn die das so machen, also mit diesen guten Open-Source-Praktiken, dann werden die auch merken, hey, das ist gar nicht so schlecht. Bin überzeugt, dass die es merken. Aber die müssen halt jetzt mal sagen, okay, wir machen es jetzt halt mal, wir testen mal, ja. Aber hey, ihr habt immer noch die Kontrolle. Ihr seid Mario Cosolo. Ihr habt, das gehört euch. Das ist euer Rezept. Ja. Okay? Ihr könnt Mango ablehnen. Gut. Gut, okay. So, jetzt haben wir noch... vielen Dank für die Fragen. Kurz zum Abschluss. Ups, so, hier ist ein Bild von mir bei der Einführung von Inner Source. Nee, das ist glücklicherweise nicht so. Ja. Ich habe ganz viele tolle Kollegen. Wir arbeiten da zusammen dran. Ziehen an einem Strang mit dem Management. Aber damit euch das nicht passiert, habe ich euch noch eine kurze Hilfe an die Hand, wenn ihr jetzt Mitstreiter sucht. Ja, also ihr braucht Mitstreiter, ihr könnt es nicht alleine bewältigen. So, wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr geht zu eurem Management und sagt, hey, Inner Source, ja, wir wollen das machen, dann sagt ihr, Inner Source ist ein absoluter Game Changer. Ja. Und schon da sagt Management, wow, her damit. Hilfreiche Worte sind hier übrigens auch Wettbewerbsvorteil und Synergieeffekte. Ja, dann habt ihr das Management auf eurer Seite. Wenn ihr mit einem Akademiker sprecht, ja, Inner Source, das ist ein Paradigmenwechsel, ja, dann ist der Akademiker bei euch im Boot. Oh, auf der Agenda von Agile Bodensee 2019 taucht das Wort dreimal auf. Okay? Paradigma oder Paradigmenwechsel. Also, so. Wenn ihr mit einem gleichgestellten Kollegen redet, dann sagt ihr, das brauchen wir, das ist der neue geile Scheiß, Mann. Okay. Und ihr könnt natürlich auch Mischformen bilden. Ja? Wenn also euer Kollege Akademiker ist, dann sagt ihr, das ist der neue geile Paradigmenscheiß. Okay. Und dann habt ihr die alle in der Tasche. Oder wenn euer Kollege, wenn euer Manager Akademiker ist, ja, dann. Okay, das ist vielleicht zu theoretisch. Ja. Nur ein Spaß, Management bei uns sind tatsächlich fast alles Akademiker. Okay, in diesem Sinne, happy Inner Sourcing und may the Inner Source be with you. Vielen Dank.